Ein ereignisreicher Tag neigt sich ein wenig dem Ende zu. Und ich nehme den Eindruck mit, so, man ist ein bisschen geschafft. Man hat viel geschafft auch. Und ich bin froh, dass wir das heute gemeinsam, Moisburger Fachhochschule Schmalkalden, gemacht haben. Ich denke, es hat sich gelohnt vom Arbeitsaufwand her. Auf jeden Fall. Mein Eindruck ist eher, dass wir einen sehr erfolgreichen Tag hatten. Wir hatten sehr viele Besucher, wir hatten eine sehr interessante Vortragsreihe. Und für mich war es ein rundum gelungener Tag für die Branche des Werkzeug- und Formenbaus. Ich denke, es ist uns auch gelungen, den Branchentreff Thüringen hier etwas zu etablieren. Und ich würde mir wünschen, dass das eine dauerhafte Veranstaltung werden wird. Ich bin da ganz deiner Meinung. Wo ich ein bisschen Sorge hatte, wie wird die Podiumsdiskussion? Und als ich dann auf einmal auf die Uhr geschaut habe, wie kurzweilig das Ganze war, dass es doch schon auf einmal 5:30 war. Und wir hatten noch so viele Themen, die wir hätten anschneiden können. Also die Frau Schröder hat das exzellent moderiert, hat dafür gesorgt, dass Drive in die Diskussion reinkommt. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin als Redakteurin, ist es meine Aufgabe, immer an den Themen dran zu sein, die den Werkzeug- und Formenbau interessieren. Und freue mich, dass ich diese Herrenrunde hier heute befragen darf. Und das Thema Werkzeugbau 2020, sind nur noch 5 Jahre Zeit. Fangen wir schnell mit den Fragen an. Wir haben die Kräfte eigentlich vor Ort. Wir müssen sie nur irgendwie auf diesen Werkzeugbau wieder interessant machen. Sie müssen wieder Lust dran haben, auch die Finger sich dreckig zu machen. Und auch zu sagen, hey, ein guter Werkzeugmacher verdient deutlich mehr Geld als vielleicht ein kaufmännischer Angestellter. Aber er macht sich die Finger dreckig. Wir müssen uns intelligente Konzepte überlegen, dass wir wirklich auch lebenslang weiter lernen für die Branche Werkzeug- und Formbau. Ich denke, das ist der Schlüssel. Dadurch, dass wir jetzt auch mal mehr Serienwerkzeuge bauen, wie ich das erwähnt habe, und das Thema Kapitalbindung eben ein ganz großes Thema ist, was wir mittlerweile haben in unserer Branche, ist es natürlich auch wichtig, dass ich nicht so wie früher die komplette Stückliste einmal bestelle, sondern mir erstmal nur die Teile kommen lasse, die ich sofort brauche und den Rest dann eben nach 4, 6, 8 Wochen nachbestelle. Und dann auch natürlich auch die kurze Verfügbarkeit und so kann ich auch wieder eine Liquiditätsplanung aufbauen. Aber uns muss klar sein, wir müssen irgendwo immer einen Schritt voraus sein und müssen gerade diese Innovationskultur, die man in den Unternehmen schaffen muss, die ist enorm wichtig, um vorne am Ball dabei zu bleiben. Ist Werkzeugbau sexy? Ja, kommt drauf an, was ich zeige. Zeige ich eine 40 Jahre alte Drehbank und nur die? Zeige ich eine hochautomatisierte Fertigungsanlage, wo derjenige sieht, Mensch, da steht ein Rechner, das kenne ich von zu Hause, die Bedienung kenne ich von zu Hause, da müssen die Maschinenhersteller noch massiv aufholen. Ja, das ist das Thema Weiterbildung. Wenn ich meine Maschine steuern kann, wie mein iPhone, sage ich jetzt mal, ohne Werbung zu machen, dann habe ich auch keine Hürden. Wenn Sie mich fragen, wie sieht die Zukunft aus, kann ich eher sagen, also wenn ich prozessseitig sehe, habe ich jetzt keinen gewissen Prozess vor Augen, wo ich sage, das wird jetzt der Prozess für 2020 werden. Es wird eher vielleicht in die Richtung gehen, stabile Prozesse zu haben. Also Sicherheit ist ein Thema, die Behörden, also die Gesundheitsbehörden wünschen immer mehr Produktsicherheit, immer mehr Nachweis über Produktsicherheit. Ich denke, die Standardisierung ist die Grundlage dafür, dass sie auch automatisieren können. Wir versuchen natürlich durch ein immer breiteres Spektrum an Normalien die Standardisierung in den Werkzeug- und Formenbauten voranzutreiben. Und ich war auch überrascht, wie offen die Teilnehmer in der Podiumsdiskussion auf die Themenfelder reagiert haben, geantwortet haben. Ich muss sagen, das ist ein Herzstück, was wir auf jeden Fall auch beibehalten sollten. Ganz bestimmt sollten wir das beibehalten. Es war schon die erste Podiumsdiskussion, die wir vor 2 Jahren hatten, sehr, sehr gut gelungen. Dieses Mal war ich auch angenehm überrascht. Am Anfang dachte ich, 1,5 Stunden sind sehr lange angesetzt. Am Schluss ist dann die Zeit wie im Flug vergangen. Es waren noch sehr, sehr viele Fragen da. Das Publikum hat mitdiskutiert. Ich denke, das war das Beste, was wir uns wünschen konnten als Abschluss dieses gelungenen Tages. So sehe ich das auch. Und vor allen Dingen hatte auch jeder die Möglichkeit, noch mal ein Statement abzugeben. Und man kann ja auch da als Fazit zusammenziehen, es geht hoffnungsvoll nach vorne. Der Werkzeug- und Formbau hat durchaus weiterhin seine Berechtigung in Deutschland, in Österreich
und generell im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall als eine Marke präsent zu sein. Das wurde auch heute noch mal recht deutlich. Das war so mein Meinungsbild dazu. Genau, das war auch mein Eindruck. Ich fand es auch gut, die Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen Wolfsburg und jetzt in deinem Fall der FH Schmalkalden. Ich fand, es war eine ganz spannende Sache. Wir hatten gute Vorträge. Auch hier hatten wir sehr viele Fragen aus dem Publikum. Das heißt, sie haben aktiv mitdiskutiert und das ist ja auch ein Grund, warum wir solche Veranstaltungen machen. Wir möchten eine Plattform bieten für die Branche, sich untereinander auszutauschen und zu netzwerken. Ich denke, das ist uns mit dem heutigen Tag sehr gut gelungen. Ja, ich habe mir auch noch mal die Teilnehmerliste angeschaut, so im Nachhinein. Es ist ja gar nicht nur die Region vertreten gewesen. Also wir hatten sehr überregional sozusagen Besucher für unsere Veranstaltung. Überregional, da zählt auch für mich schon Coburg dazu. Wir hatten viele aus dem Raum Sauerland, aus dem Lüdenscheider Raum. Also von daher denke ich, wenn wir das in dieser Form weitermachen, wird das sicherlich nochmal mit sich mindestens genauso gut wie jetzt auch und ich freue mich schon darauf. Von meiner Seite aus gerne. Ich möchte auch nochmal darauf zurückkommen. Wir hatten sowohl quantitativ, wir hatten sehr viele Besucher, sehr viele Anmeldungen. Wir waren, glaube ich, insgesamt angemeldet über 133 Personen, wenn ich es richtig weiß. Das ist für so eine Veranstaltungsreihe sehr, sehr gut. Aber eben auch die Qualität der Besucher war gut. Wir hatten viele tolle Firmen hier und ich denke, es ist uns gelungen, hier eine gute Veranstaltungsreihe zu beginnen und ich würde mich freuen, wenn wir das in der Zukunft fortsetzen können. Das lassen wir doch so stehen. Alles klar, Thomas. Alles klar. Vielen Dank. Ich danke dir. Dankeschön.